The doors of perception, die Grenzen der eigenen Wahrnehmung. Ja, die Grenzen der eigenen Sichtweise. Ja. Das ist eigentlich der schönste Moment, wenn man sich so mit Leuten unterhält und dann plötzlich wird einem klar, Mensch, der sieht das ganz anders und das schenkt dir irgendwas. Das schenkt dir einen anderen Blick auf eine ganz bestimmte Sache. Und damit hast du schon eine Grenze deines eigenen Blickwinkels überschritten. Und das ist immer ein sehr angenehmer Zustand. Und die Grenze überschreite ich tatsächlich gern. Ich glaube, das ist so eine ambivalente Sache. Also zum einen ist das etwas, was einem große Sicherheit gibt und einen irgendwie so einen Haltepunkt im Leben gibt. Also so eine Art, ja, Verlässlichkeit. Wie nennt man das Gefühl dazu? Und zum anderen ist aber auch das genaue Gegenteil. Ich kriege da auch so ein bisschen sofort Platzangst, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, also da ist eine Grenze. Und das ist irgend so ein kleines Kind, irgend so ein, weiß ich nicht, so ein kleiner Punk in mir, der sagt, ey, das darf es nicht geben. Man muss gegen irgendwas rebellieren oder so. Ja, das sind so die Gefühle, die einander widersprechen eigentlich, aber trotzdem da sind. Es ist zum einen so ein bisschen gedanklicher Knast, auf der anderen Seite ist es aber auch etwas, was sich ganz vertraut anfühlt. Ja, Vertrautheit ist wahrscheinlich das Gefühl, was ich suche, ja.